Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir die Hölle selbst hinter uns gebracht. Also wir haben die lilane und die weiße Zwiebel freigeschaltet, das über zwei Folgen hinweg. Also wir haben die Prüfung des Laubweißen abgeschlossen. Wir haben jetzt alle Zwiebeln und es ist so langsam aber sicher an der Zeit, dass wir ins letzte Gebiet nochmal vordringen, um Louis da rauszuholen. Also würde ich sagen, let's go. Wir sind bereit zum Aufbruch. Du kannst dich direkt zur Beagle begeben, Shining. Hey, Moment bitte. Eine Sache möchte ich gerne noch anmerken. Was denn, Nelly? Warte mal. So seltsam es auch klingen mag, Louis hat mir helfen wollen, auf seine Art. Wenn es euch also möglich ist, rettet ihn bitte. Es gibt auch noch etwas, das ich mit ihm besprechen möchte. Verstanden. Es freut mich, dass du das verstanden hast. Vergiss es bitte während der Mission nicht. Wenn ich sie so lächeln sehe, läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter. Ich glaube nicht, dass Louis den Saftdiebstahl verziehen hat. Stimmt, wenn es ums Essen geht, versteht sie keinen Spaß. Unsere Mission steht fest. Louis finden und eine Zellprobe von diesem Hund entnehmen. Viel Glück, Shining. Verstanden. Na gut, ne? Dann heißt es auf ins letzte Gebiet. Wir sehen uns dann vor Ort, Leute, ne? So, Leute, wir sind jetzt im Uwe-Dickich. Wie ich sehe, habt ihr ohne Probleme das Missionsgebiet erreicht, Shining und Orchin. Jetzt macht bitte Louis und diesen riesigen Hund ausfindig. Verstanden. Aber vorher... Ich habe ja jetzt 100 Pikmins zwischen den Folgen zusammengesammelt. Ich habe sogar von den meisten mal sicherheitshalber ein bisschen was gefarmt. Wir holen uns jetzt erstmal den Goldbahn. Das ist schon längst überfällig. So Leute, los geht's. Abtransport. Oh, ein Genuss. Die dürfen jetzt nur halt erstmal ein bisschen lange tragen, ne? Na gut, ne? Die lassen wir erst mit tragen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn sie fertig mit tragen sind. Los, meine Freunde, nur noch ein paar Meter, dann habt ihr es geschafft. Ich habe übrigens die Basis mal verlegt, weil die hier näher an dem riesigen Stein ist. Oh, was für ein Genuss. Ein Goldbahn. Verlockender Glanz. Ja, das Ding ist wirklich verlockend. Ja gut, wir wissen so oder so, wo Louis ist, ne? Also wir können natürlich hier Auftrag Louis geben, aber wir wissen doch sowieso, dass er da oben rechts in der Ecke ist, wo der Riesenstein ist. Ich wechsle jetzt auch gerade nicht die Pigments, ne? Guck mal, da wo der Stein war, da ist, ach, guck mal, das Vieh ist wieder da. Dachte, ich hätte dich umgenietet. Neue Höhle entdeckt. Moment, hier soll eine Höhle sein? Ich werde die Koordinaten überprüfen. Mal sehen. Hm, was ist das denn? Kaverne des Königs. Endlich konnte ich den großen Hund sehen. Ich werde mich eine Weile in seiner Höhle verstecken. Die ist tief und es gibt eine Menge Snacks. Die anderen geben sicher bald auf und gehen nach Hause. Wo ist Tagebuch? Ein Logbuch. Nicht Tagebuch, Entschuldigung. Es muss sich irgendwo hier in der Nähe verstecken. Das ist der Beweis, dass wir ihn gesucht haben. Es hat sich also tatsächlich mit dem riesigen Hund zusammengetan. Shining, Otchin! Bitte seid ab jetzt sehr vorsichtig.
Eingestattete 48 Schätze. Das hier wird ein bisschen dauern. Ich glaube, die Höhle muss ich in zwei Parts aufteilen. Na gut, dass ich auch die Weißen gefarmt habe. Die werden hier mir empfohlen. Ja gut, rein damit, ne? Hui! Warum kriege ich die Möglichkeit, hier zu Weißen umzufärben? Deswegen. Louis, Louis, komm aus deinem Versteck. Sch, sei leise, Colin. Wenn Louis hier irgendwo in der Nähe ist, ist auch der riesige Hund nicht weit. Wir brauchen eine Zellprobe von ihm, um Ocean heilen zu können. Lass ihn auf keinen Fall entwischen. Ja, aber wir müssen erstmal mit den Snacks da vorne fertig werden. Na gut, die kleinen Viecher, die werden kein Problem darstellen. Die kann ich ja einfach so über den Haufen rennen. Problem mit eher der da. Was macht der? Ah, okay, die Pilze zu entfernen hat wenig Sinn. Oh, und er kann die Gegner auch wieder beleben. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Pilz erst vernichten. Angriff! Ja gut, jetzt heißt einfach nur Zerstörung, ne? Okay. Der eine Schatz war auch der einzige Schatz hier unten. Auf der Ebene. Na gut, dann weiter, ne? Bin schon gespannt, wie tief diese Höhle eigentlich ist. Okay, Leute, diese Höhle ist definitiv extrem tief. Wir haben eine Ebene abgeschlossen und da stand 5%. Hey, der eine Fiesling da versteckt sich. Denkst du, man sieht dich nicht? Deine Augen gucken da heraus. Hier, Fies. Hier, hab eine Überraschung für dich. Frechdachs dachte, er könnte sich verstecken. Ich glaube, die Höhle hier teile ich in zwei Parts auf, wenn die hier 20 Ebenen tief ist. Das dauert sonst hier echt lang. Ja, da habe ich gezielt. Schieß mich nicht. Angriff! Na gut, dafür scheinen die Ebenen aber auch kurz zu sein. Na gut, wieder Abtransport, ne? Das war der letzte musikalische, der uns gefehlt hat. Oh, haben wir viel zum Lesen. Gefühlvoller Künstler. Da fehlt uns jetzt auch nur noch einer. Na gut, weiter, ne? Und die nächste Ebene. Hier sind nur drei Gegner. Wahrscheinlich, ja, genau. Na gut, bei ihm wissen wir, dass die Lieder dann extrem effektiv sind. Noch einer RIP. Das wissen wir ja durch die Höhle des Laubweißen, ne? Dass das effektiv ist. Ja gut, Leute, dann wieder Abtransport. Da hat sich Otschin gegönnt. Na gut, wenn die einzelnen Ebenen so kurz sind, muss ich das vielleicht doch nicht in zwei Parts aufteilen. Ich dachte halt, die Ebenen wären ultra lang.
Aber es sind einfach nur 20 Ebenen, die extrem kurz sind. Okay, auf was müssen wir uns hier einstellen? Oh, auf das da. Okay. Ich sehe schon, wie wir arbeiten. Warte, ich gehe mal erstmal mit Otsche nur da hoch, damit das Vieh weg ist. Okay. Dann machen wir uns jetzt hier eine Safe Zone. Okay, die leben noch. Wir müssen echt vorsichtig sein. Am besten, ich lasse Otsche wirklich immer vor. Dass er die Viecher umnietet. So, und jetzt heißt es mit Vorsicht. Ich warte, bis er den nächsten Ball geworfen hat. So, jetzt können wir hier oben agieren. Ja, komm. Warte mal. Hier will ich nicht so wirklich riskieren, dass meine Pigments runter knallen. So, Leute, Abtransport. Ich sehe jetzt schon, was mein Gegner ist. Ja komm, gib mir den zu, zeig sie mir. Los! Nee, nicht so. Ja toll, alle anderen sind auch noch aufgewacht. Guten Appetit. Einer Rip. Zwei Rip und da ist noch der große übrig. Guten Appetit. Die hat eine Bühne für mich. Wenn durch. Louis. Da ist er, Louis. Er flüchtet. Schnapp ihn dir, Shining. Schon dran. Das muss ich mit Eisbomben zufrieren. Hab nämlich hier gerade keine Eispigments. Das ist ein Gummientchen. Ah, okay. Ich bekäme so ein paar. Nur nicht runterfallen. Runterfallen ist der Tod. Ich
jetzt nur das Entchen hier. Ich dachte, ich muss Louis verfolgen. Na gut, dafür einfach nach unten scheinbar. Okay, hier war nur Entchen. Okay, Louis ist nicht hier. Ich dachte, er gammelt vielleicht auf der nächstbesten Ebene. Ich muss zwei Rüsselviecher umnieten. Das war Nummer 1. Und da unten wartet Nummer 2. Wenn man so viele Pigments hat, sind die gar kein Problem. So, da kannst du die wirklich instant hinrichten. So, nächste Ebene. Ach, der Hummer schon wieder. Diese Hummer-Echse. Angriff! Angriff! Macht ihn fertig! Aus! Er hat einen Pikmin gefressen. Schade. Das war der Match, wo sie es gerade noch durchtragen konnten, oder? Na gut, das eine Pikmin setzen wir so. So, Ebene 9. Och nö, ich sehe schon, was der Gegner ist. Und dann auch noch im Wasser. Okay, jetzt baue ich die Wasser-Pigments. Dann wechsle ich auch die Eispigments wieder zurück. Alter, was ist das denn für ein ekelhaftes? Warte mal, am besten die Pigments, die hier nichts ausrichten können, eben kurz einmal rausfiltern. Ich gehe auf jeden Fall auf Motiviersaft. Ja genau, ziel auf mich. Ziel auf mich. Ein paar Pigments habe ich schon verloren. Ja, ganz ehrlich, das ist bei dem abzusehen, vor allem wenn ich auf so beengten Raum kämpfen muss. Während der Baller darf man nicht stehen bleiben. Man muss ja auch mal nachladen. Fiese Ebene. So, Abtransport. Einfach nur die Schwerter. So, Leute, wir sind bei Ebene 10 angekommen. Ich erwarte was. Nein! Als ob ich dich hier bekämpfen muss.
Meinen schlimmsten Erzfeind. Ach komm. Ganz ehrlich, du darfst meine Eisbomben fressen. Nicht in ihn reinrennen, nicht in ihn reinrennen. Das ist euer Tod, wenn ihr das tut. Alter. Dass der mir den hier hinsetzt. Den schlimmsten Fiesling des gesamten Spiels. Na gut, damit haben wir Ebene 10 geschafft, ne? Springen wir noch zur Ebene 11 runter und wir teilen diese Höhle auf jeden Fall in zwei Parts auf, weil bei mir ist das schon weit länger als eine halbe Stunde. Und ich will den Part nicht zu sehr strecken. So wie es der Entwickler hier mit dem Level tut. So, Kaverne des Königs Ebene 11. Er ist schon wieder Louis. Haut ab. Wie lange will ihr denn noch auf Zeit spielen? Egal, die Rettungscrew gibt so schnell nicht auf. Wir werden Otschen heilen, komme was solle. Was erwartet mich da hinten? Was ist das für ein Lichterfest? Ich wusste gar nicht, dass die im Dunkeln leuchten, die Viecher. Dann habe ich gleich mehrere von denen an der Backe. 3 offenbar. Ja. Aber das ist ja Zeug, das wir uns fürs nächste Mal aufheben, ne? Weil ich habe ja schon gesagt, hier teile ich den Part, weil sonst wird das zu lang. Wir machen beim nächsten Mal die restlichen 10 Ebenen. Ich lasse jetzt einfach mal hier so auf der Erkundungsdrohne und komme ins Bild zurück. Ja, Leute. Hier beenden wir den heutigen Part. Beim nächsten Mal geht es genau hier weiter. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann. Thank you.